Hey ho, meine Lieben. Schönen guten Tag. Ja, neues Video im Garten. Neues Glück. Oder so. Ja, was machen wir heute Leckeres? Einen Wurst-Schaschlik-Topf. Ja, Manu hat die Auswahl gehabt zwischen Dutch-Ofen und Kessel. Sie hat sich heute mal für einen Kessel entschieden. Nein, umgekehrt, Dutch-Ofen machen wir heute. Im Dutch-Ofen, genau. Ja, genau. Oh. Ja, das Ganze wird hier hinten in unserem Winterpavillon stattfinden. Ja. Wenn alles glatt geht, sauber abläuft, dann werde ich im April mit unserer Überdachung anfangen. So viel vorweg. Und ja, wir legen da drin jetzt los. Ich heize mal den Grill an, weil Würstle müssen ja auch noch angegrillt werden. Ein bisschen, ja. Ja. Und Manu fängt dann drin die Schnibbelarbeiten an. Die kann ich euch noch schnell die Übersicht zeigen, damit wir das Video komplett haben. Komm, geh mal rein, zeig mal die Übersicht und dann geht's einfach weiter. Ja. Danach feuere ich dann Kohlen an. So Freunde, den Dutch-Ofen werden wir noch einer kleinen Reinigung unterziehen, Entstaubung. Dann haben wir ganz viel Paprika, Bacon. Baconstreifen, genau. Und ein Bauchspeck. Ruhe da. Passierte Tomaten, bisschen Öl, Ketchup, Barbecue-Soßen, Knoblauch, Zwiebeln, an Rohrzucker, an Apfelessig, Tomatenmark, Rinderbouillon, Currypulver. Ist das das von mir? Hast du? Nein, das ist deins. Das war meins, was ich mir mal bestellt habe. Muss jetzt auch mal verwendet werden. Paprika, ein paar Kartoffeln, da gibt es noch ein paar Kartoffelspalten dazu, eine Flasche Wasser, falls wir noch Wasser in die Soße reinkippen müssen. Hier haben wir mal die Original-Thüringer, die wahrscheinlich eh wieder nicht nach Thüringer schmecken. Und einfach Bockwürste. Genau. Ja. Wie gesagt, Manu fängt jetzt mit den ganzen Schnibbelarbeiten an. Und ich werde da dann, nachdem die Kohlen heiß sind, die Würstchen grillen. So sieht's jetzt aus. Und? Ja. Legen wir los? Wir legen jetzt los. Legen wir los? Genau. Legen wir los? Ja, wir legen los. Legen wir los, werd mal groß. Ach so. Das ist doch mein Spruch. Oh. Ja, Attacke. Attacke. Darf ich jetzt? Haben? Ja, natürlich. Ich darf? Ja. Ja. Also Leute. Der Grill ist angefeuert, ich habe drin auch schon ein paar Kohlen hingeschmissen. Atomglut. Und jetzt schmeiße ich einfach hier mal die Würstle alle im indirekten Bereich erst einmal. Und lasse mal ein bisschen vorgrillen. Genau. Und nachher geben wir den einfach noch auf die Schnelle ein bisschen Farbe. Bevor die dann wieder runterkommen, weil die werden ja am Schluss alle in Stücke geschnitten. Und kommen dann so wie sie sind, geschnitten. In den Topf ganz zum Schluss. Noch geht's, noch sind sie nicht heiß. Tja, angrillen. Also Leute, wir haben eine Rezeptvorlage, die wird aber entsprechend abgewandelt. Richtig. Und ich denke, ich darf jetzt die Kohlen den Dutch-Ofen auf die drauf, du machen. Dass der heiß wird, gleich mit dem Öl hinterherkommen. Genau. Und dann die Zwiebelchen anschwitzen. Genau. So, noch kein Licht an. Und jetzt wird Licht an. So, Leute. Extra hoch, damit die Kohlen nicht wieder ausgehen. Aber dem habe ich mein Dutch-Ofen-Gestell nicht da. Das muss ich noch suchen. Ja, kann ich noch ein bisschen reinrutschen, aber nicht mit der blanken Finger. Und da kommt jetzt gleich ein Öl rein. Und dann gucken wir, ob das Ganze heiß genug wird. Ansonsten muss ich aus dem Grill noch Kohlen klauen. So Leute, Spatzel sucht drinnen gerade noch Gewürze zusammen. Ja,
Ich glaube, das ist warm genug für die Zwiebeln. Fange ich einfach schon mal an. Auch wenn sie mich vielleicht gleich schimpfen wird. Das wollt sie machen. Aber hier ist Teamwork angesagt. Na, Hallöchen! Und jetzt Zwiebeln einfach ein bisschen anschwitzen. Spatzer! Okay. Eigentlich kann man den Bacon und den Speck gleich mit reinwuchten. Hier die Paprika, mein Schatz. Erstmal die Paprika. Also ich hätte den Bacon und sie gibt mir schon. Na also, war ich überzeugend genug. Genau. Weil das Zeug gibt ja jetzt auch noch ein bisschen Fett und Schmotz hätte ich jetzt fast gesagt. Geschmack ab. Geschmack, genau. So, und das lassen wir jetzt einfach ein bisschen vor sich hin brodeln, bevor wir es erst einmal rühren, weil der Abstand zu den Kohlen ist wirklich ja doch fast ein bisschen zu hoch. Aber das kriegen wir hin, Leute, kein Problem. Nächstes dann Paprika, was neu kommt. Ja. Okay. Was sind denn Würstchen? Ja, die Bockwürstle. Die sehen so aus, ob sie keinen Bock mehr haben. Ja, die Bockwürstle. Die Bockwürstle. Die anderen sind ja auf alle Fälle soweit fertig. Und die Bockwürstle sind auch definitiv fertig. Ja. Die tun wir jetzt runter. Ja, der war etwas von der weggelegen. Ja, die werde ich jetzt dann gleich kleinschneiden. Genau. Und du darfst dich drinnen um den Topf weiter kümmern. Gut. Das Zeug brodelt übrigens. Ja. Ja, ich werde noch ein, zwei Kohlen jetzt einmal da drin nebenhin legen. Genau. Als Reserve, die glühen ja schön. Die glühen auch eine ganze Weile. Und ja. Dann gucken wir der Manu weiter hinzu. Genau. Na, hast du deine Nase da drin? Nee, ich gucke nur, dass sie... Ja, der Dutch-Ofen ist ein bisschen sehr... Es gibt gleich noch ein bisschen Kohle unten. Nein. Genau. Ist auf jeden Fall nicht angebrannt. Was, du bist angebrannt? Nein, das Essen. Was ist jetzt angebrannt? Nein, ist nicht angebrannt, habe ich gesagt. Ha, und die letzte, was ich jetzt hier unten rein tue. Genau. Und wie das duftet und wie das riecht. Oh, riecht doch selber mal. Ich finde, es riecht gut, ja. Ja, so richtig. Oh, wie das duftet. Man kann es auch übertreiben. Ja, eben. Ja, rühr doch mal. Ja, soll ich machen? Ja, natürlich. Sehr viel Flüssigkeit von den Zwiebeln. Ja. Ja, und es dauert ein bisschen, bis es ein bisschen angeputzelt ist. Aber den nächsten Schritt... Da kommt die Paprika dazu und dann holen wir euch wieder dabei. Dazu? Dazu. Ja, Spatzel, wie schaut's denn aus? Ja, gut schaut's aus. Auf jeden ich habe da hier schon die Würstle mitgebracht, fertig geschnibbelt und jetzt verlasse ich dich. Warum das denn? Na, ich hol noch Semmelchen. Ja. Weil wir gesagt haben, wir lassen die Kartoffeln weg und... Machen wir uns essen bloß ein paar Semmeln dazu. Genau. Und fertig. Ja. Das ist jetzt schon so aufwendig. Da reichen Semmeln. Richtig. Leute, alles Weitere macht jetzt Manu gerade alleine. Genau. Und ich komme nachher wieder dazu. So, ein bisschen angebrutzelt. Und jetzt geben wir die Paprika dazu. Hier ist sie. Ah, da. Ich kann sie nämlich auch schon mit an. Anbrutzeln. Jo. Oh, die Ente ist ein bisschen groß geworden. Aber macht nichts. So, das werden wir jetzt schon zusammen ein bisschen anbrutzeln und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt machen wir ein bisschen Tomatenmark dazu.
Kann ich nämlich auch schon anrösten. So, jetzt mal noch ein bisschen Knoblauch dazu. Da. Ui, der Semmeleinkäufer ist wieder da. Ja, Semmeln habe ich natürlich auch mit. Und sehr schau, schön. Ich habe da sogar ein Latte Macchiato mit. Ui. Oh, sieht das gut aus. Ja. Und das riecht. So, jetzt nehmen wir die restlichen Zutaten dazu. Ein bisschen Fleischbrühe. Große Löffel von Apfelessig. Dann nehmen wir 3 Stück. Und verrühren. Dann kommt unsere passierten Tomaten dazu. Ja. Dazu wir jetzt auch mal ein bisschen kurz aufkochen und dann sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Schritt. Und so, jetzt machen wir ein bisschen Braunzucker da rein. Na, Klumpe ich hier drinne. Bisschen verrühren. Jetzt machen wir ein bisschen Currypulver drauf. Und geben dazu die Bratwürstchen. Unterrühren. Zu 3 Großlöffel Barbecue-Soße drauf. Oder 4.
Aber fehlt noch ein bisschen Flüssigkeit. Da gebe ich noch die restliche Fleischbrühe rein. Ein bisschen Ketchup dazu noch. Durch die Säure. Und die Süße. Aufköcheln lassen. Und nächsten Schritt seid ihr wieder dabei. Na, ein bisschen sauer ist es schon. Machen wir ein bisschen Zucker rein. Und es klumpt gerne. So. Und ein bisschen Currypulver noch. Ein bisschen geköchelt jetzt. Und dann na, mein Schatz. Leute, macht das auf keinen Fall so nach. Das wird einfach zu lecker. Ist das okay? Ja. So, jetzt machen wir den Deckel drauf. Und oben drauf, dass von unten und von oben ein bisschen Hitze kommt. Na. Dann lassen wir es so. Bis 20 Minuten. Bisschen köcheln. Genau. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wie? Du hast jetzt Kohlen oben drauf gemacht. Ja, ein paar. Ich wollte jetzt zum Naschen kommen. Habe ich Pech gehabt. Ein Probierle. Und ich hoffe, es schmeckt gut. Mhm. Jetzt glaube ich mir eine Paprika. Ich hoffe, die sind weich. Das will ich eben wissen. Aber nicht die Grosch verbrennen. Braucht noch ein bisschen, ja. Haben schon noch etwas Biss. Den Deckel hier muss ich noch suchen. Soll ich nicht drauf lupfen? Nee, geht schon.
Meine, wo ist das ganze Zeug hin? Und? Geschmacklich? Geschmacklich sehr gut. Also ich würde sagen, das ist fertig. Die Paprika ist mittlerweile weich. Ich habe gerade wieder ein Stückchen probiert. Ja, was soll ich noch dazu sagen, Spatze? Ja, tun wir ein bisschen essen. Ja, ein bisschen essen? Ein bisschen essen, ja. Ja, das nehmen wir aber jetzt mit rein in den Topf. Richtig. Oi. Spatze, ey, guck mal, was wir doch gefunden haben hier. Eine schöne Schöpfkelle. Halt zurück zu mir. Jawohl. Dann mach uns mal was in die Pelle rein. Yummy, yummy, yummy. Guck mal. Machst du eine normale Semmel oder eine Laugensemmel? Eine normale. So, ich meine, ich esse eine Laugensemmel dazu. Schudele. Ja. Tja, Leute, dann würde ich sagen, stelle ich die Cam wieder aufs Stativ und dann machen wir es Probierele. Genau. Ja, was machen Sie da? Haut sich noch Chili-Flocken drauf. Ja. So. Stückchen Semmel rausbrechen. Das war, glaube ich, die falsche Richtung fürs Probierer, ne? Wo ist jetzt der andere Löffel hin? Den habe ich schon umgetan. Du hast den Löffel gestohlen. Ja. Oh. Ein bisschen kleckert. Also wir hocken uns nach dem Probierer in einen anderen Raum drüber. Genau. Auf die Couch. Ja. Richtung Ofen. Oh, es ist heiß. Da drüben ist es wesentlich wärmer. Heiß ist es. Mhm. Die Schüssel auch. Schön, dass es dir mal so geht wie mir immer. Aber lecker. Tja, Leute, was soll ich sagen? Richtig, richtig geiler. Ja. Currywursttopf. Wursteintopf. Schaschlik. Wurstschaschliktopf. Mhm. Wie auch immer man das nennen möchte. Aber richtig lecker. Mhm. Brutal lecker. Und der Probiererle und Fazit sind ja mittlerweile hier heraus, sind schon die reinsten Fressorgien geworden. Aber es macht Spaß. Ja. Hast du sehr gut gemacht. Also macht es nicht so nach, das wird viel zu lecker für euch. Ja. Nee, Leute, genauso machen, ihr kriegt einen Top-Geschmack hin. Und ich find's klasse. Ja, ist es auch. Jo. Möchtest du noch irgendwas dazu sagen? Weil sonst können wir das Video eigentlich beenden. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Ich finde es einfach nur saulecker. Ist auch lecker. Ja. Leute, wenn das Video gefallen hat, Däumchen nach oben, nettes Kommentar, nettes Abo. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ja. In dem Sinne, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Mmh. Lecker.